Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Heute wieder mit einem neuen Setup, das ich hier für euch mir ausgedacht habe. Es ist der Anti-Mate. Pass mal auf, erstmal gucken wir mal eben. Alles klar, der Killer wird wahrscheinlich Michael Myers sein. Ich erkläre euch eben die Perks, die ich heute für euch dabei habe. Eine lila Taschenlampe, nice. Geil. Einfach so. Krass. Leute, der erste Perk links ist einziger Überlebender. Durch dieses Perk wird die Aura-Lesefähigkeit des Killers immer kleiner, wenn Teammates von uns sterben. Ja. Das zweite ist Objekt der Besessenheit. Daher weiß ich eigentlich, dass es Michael sein muss. Denn durch Objekt der Besessenheit kann ich, bis auf Michael Stufe 1 halt eben, den Killer sehen über eine gewisse Entfernung. Nachteil, er kann mich auch sehen, ja. Einziger Überlebender ist dort dann aber nachher vielleicht ganz cool, weil wir können über ein paar, ich weiß gar nicht, über 70 Meter oder so, oder 72 Meter kann ich den Killer sehen. Und der Killer mich auch. Wenn ich aber jetzt durch dieses Anti-Mate-Perk dafür gesorgt habe, dass seine Aura-Lesefähigkeit geringer ist als meine, dann kann ich ihn halt schon auf 72 Meter sehen, er mich aber nicht. Die Generatoren gehen für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell, das ist doch nicht euer Ernst. Wie viele nagelneue Teile habt ihr denn? Ich wollte hier einen Anti-Mate zeigen. Wie soll ich denn so den Anti-Mate zeigen? Das ist physikalisch unmöglich. Oder ist der Killer AFK? Nein, oder? Na gut, das dritte Perk wäre mit offener Hand. Dadurch wird die Reichweite nochmal um 8 Meter erhöht, was natürlich ziemlich geil ist. Und den Sprint-Booste, denn ein Anti-Mate muss manchmal einfach nur ein bisschen schneller sein als seine Mates, damit er sich selber dann den Arsch retten kann. Also, das könnte hier eine verdammt kurze und knackige Runde werden. Die anderen Überlebenden haben ja scheinbar richtig Gas gegeben. Da waren doch wohl diverse nagelneue Teile im Einsatz, oder? So schnell, wie die nacheinander fertig geworden sind. Ich habe jetzt gleich den ersten Generator fertig. Ha! Scheiß die Wand dann. Vielleicht muss ich hier wieder zwei Runden zusammenschneiden, so wie es aussieht. So, wenn ihr jetzt den letzten fertig macht, dann wären wir durch eigentlich. Ja. Dann muss ich noch eine Runde mit dem Anti-Mate spielen wahrscheinlich. Ah, ich habe gerade noch eine Idee. Der Anti-Mate könnte eigentlich, also ich renne jetzt einfach mal, könnte auch sein, dass der Killer AFK ist. Ich sehe den Killer gar nicht. Moin Sinn. Okay, dann habe ich euch jetzt aber schon mal mein Setup erklärt, ja? Also, einziger Überlebender sorgt dafür, dass die Aura-Lesefähigkeit des Killers immer geringer wird, je mehr Leute sterben. Objekt der Besessenheit sorgt dafür, dass ich immer sehen kann, wo der Killer ist. Der Killer kann mich zwar auch sehen, aber das wird halt immer mehr zu unserem Vorteil, je mehr Leute tot sind. Mit offener Hand sorgt dafür, dass wir weiterschauen können. Und der Sprintboost sorgt dafür, dass wir den nötigen Geschwindigkeitsboost in der richtigen Situation haben. Jetzt kommt Michael Myers. Und er kommt natürlich genau zu mir, oder was? Da vorne ist er, ihr seht ihn. Das ist diese Fähigkeit, ne? Objekt der Besessenheit sorgt dafür, dass ich ihn sehe. Und er jetzt mein Teammate hier angreift. Teammate. Los, komm, renn raus. Ich spiele übrigens nicht wie ein Anti-Mate. Ich bin zwar der Anti-Mate vom Dingens her, aber ich werde trotzdem probieren, Leute zu retten und so weiter. Warum? Weil es Punkte bringt. So, und ich gehe jetzt einfach raus. Das ist eine kurze, knackige Runde gewesen. Der Killer war nicht AFK, er war einfach nur schlecht scheinbar. Okay, ich hoffe, ihr habt ein Gefühl für das Setup gefunden. Ich werde gleich in der zweiten Runde mir noch ein Medikit mitnehmen, habe ich mir gerade überlegt, weil dann kann ich mich wenigstens auch noch heilen. Das ist doch eigentlich geil, oder? Dann bin ich noch nicht mal darauf angewiesen, dass ich von anderen Leuten geheilt werde. Also, ihr seht gleich noch eine zweite Runde als Anti-Mate, dann hoffentlich ein bisschen spannender als diese Runde. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Mal schauen, was die anderen. Ich werde einmal kurz noch schauen, was die anderen so, ja, auch 9-8, 9-6. Einfach kurz und knackig. Der Killer wird einen D-Rank kriegen, denke ich mal. Gut, wir sehen uns gleich, Leute. So, meine lieben Leute, zweite Runde als Anti-Mate. Wir legen direkt gleich los. Ich habe diesmal das Medikit dabei, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Erstmal gucken. Ist der Billy, aber er ist so weit weg, dass ich ihn nicht mal sehe. Da rennt er. Hat er mich gesehen? Ne. Geht in die andere Richtung. Sehr schön. Mal schauen, ob das.
Oh fuck. Das habe ich jetzt eh verkackt. Er jagt aber jemanden. Sehr gut. Das ist auch das Schöne mit Objekt der Besessenheit. Kann man immer mal sehen, was der Killer eigentlich macht. Und ihr seht, er rennt einfach blöde umher, weil er irgendjemanden verfolgt. Und wir können ihn dabei die ganze Zeit beobachten, ohne dass uns irgendwie Gefahr drohen würde. Wenn er es mitbekommt, kann es natürlich sein, dass er auf einmal zu uns kommt. Dann würde ich langsam aber sicher weggehen, in der Hoffnung, dass er dann Claudette eine reinhaut. Aber hey, ich bin Anti-Mate, ich darf heute so reden. Ich hoffe, dass das Setup diesmal sein ganzes Potenzial entfaltet und auch zeigen kann. Im ersten Teil des Videos war das ja eher ein bisschen lahmarschig. Da hätte ich mit jedem anderen Setup genauso gewonnen wahrscheinlich. Es lag auf jeden Fall nicht an den Perks, die ich hatte. Das Team war gut, der Killer war scheiße. Das ist immer eine böse Kombi für den Killer. So, ihr seht, da vorne rennt der Billy. Wir haben immer ein Auge auf ihn. Jetzt hat er ein Auge auf mich, ne? Nee, doch nicht. Jetzt ist er übrigens so nah dran, dass ich ihn nicht mehr sehe. Sobald der Herzschlag anfängt, kann ich den Billy nicht mehr sehen. Okay, er kommt hierher. Aber ich denke, er wird jetzt Claudette nehmen. Ja, er jagt Claudette. Das ist das Schöne am Anti-Mate. Ich habe deutlich vor Claudette schon sehen können, dass Billy kommt. Und jetzt jagt er sie. Sehr gut. Ist gemein, die Kombi, ne? So, wir halten mal ein Auge auf ihn. Okay, ich dachte, er will zu mir. Ist hier ein Generator? Ne. Dann gehe ich da wieder ran. Okay, hier ist wieder jemand. Ich kann ihn jetzt wieder die ganze Zeit beobachten. Und sobald ich mitbekomme, dass der Billy kommt, gehe ich einfach weg. Ne, noch kommt er nicht. Schöner Perk, oder? Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das? Er jagt jemanden. Hat gerade eine Palette ins Gesicht bekommen. Macht sie kaputt. Du kannst halt richtig geil stalken. Ich könnte es auch der Stalker nennen. Aber es ist eigentlich der Anti-Mate, weil ich ja eigentlich darauf baue, dass meine Teammates sterben. Damit ich in Ruhe den Billy stalken kann, ohne dass er mich stalken kann. Das ist eigentlich echt eine coole Kombi. Das habe ich gerade noch so abgewehrt. Mal eben um den Generator rennen. Hier ist noch jemand. Nimm doch den anderen. Hat er gerade tatsächlich den anderen genommen? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, er jagt wen anders. Der Anti-Mate hat wieder zugeschlagen. 400 Punkte nehme ich mal eben mit. Oh, fuck. Ich juke mal eben ein bisschen. Ich juke nicht. Ich glaube, er hat schon wieder wen anders gesehen. Ich bin nicht so interessant für ihn. Wahrscheinlich, weil ich heute kein Twitch-Shirt habe. Dann bin ich bei den Leuten meistens nicht ganz so beliebt. Okay. Ich glaube, mein Anti-Mate-Perk wird schon wieder kein bisschen in Aktion treten. So, jetzt tue ich so, als ob ich die Claudette gewesen wäre. So, wo ist denn hier noch ein Generator? Da hinten war noch einer, habe ich gesehen vorhin. Wenn ich wenigstens die Aura-Lesefähigkeit einschränken könnte, wäre es schon mal ein Anfang. Das ist mega lustig. Und das wollte ich euch eigentlich zeigen. Der Killer hat dann halt keine Ahnung, dass ich ihn stalke, kann eigentlich nichts dagegen machen. Muss es einfach hinnehmen, dass ich andauernd weiß, wo er ist. Und kann selber nichts dagegen machen. So, er ist so nah, dass ich ihn nicht mehr sehen kann. Herzschlag hörte er schon. Da vorne tanzt er. Bleib mir bloß weg, Billy. Ich versuche den Generator durchzuziehen. Da ist er. Na, er jagt den anderen wieder. Meine Güte, der hat nicht eine Person aufgehängt. Was ist denn heute mit den Killern los? Ich will euch hier den Anti-Mate zeigen und die Killer wollen einfach nur zeigen, dass sie nichts drauf haben. Das ist irgendwie uncool. Oh, direkt neben mir. Und er lässt sich auf die Spielchen ein, er klettert darüber und alles.
Oh Mann, Billy, das hast du doch gar nicht nötig. Er ist geragequittet. Er ist geragequittet. Oh Mann. Was für eine Pussy. Ja, Leute, was soll ich machen? Ich werde euch die beiden Videos zusammenschneiden, wenn ihr sagt, Grants, komm. Wir haben das ganze Potenzial des Anti-Mates hier noch gar nicht gesehen. Kannst du nicht nochmal eine Anti-Mate-Runde machen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit diesem Video. Ich würde mich wie immer über eine Bewertung und über Kommentare freuen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der war Rang 1. Guck mal, der hatte sogar noch hellstes Mondlicht gedroppt. Und trotzdem hat er so abgekackt. Er hat Whisper drin, er hat Nurse Calling drin, brutale Stärke. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Er hat es einfach verkackt irgendwie. Gut, ich bin raus für heute, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in-game. Haut rein. Ciao, ciao.